Die Halbfinalspiele des deutschen Fußballpokals. Mit diesen zwei Partien. Genau, Überraschungsmannschaft Saarbrücken natürlich hier im Fokus des Interesses am Dienstag empfängt Saarbrücken Leverkusen und ist massive Außenseiter, aber wann waren sie das nicht? Ganz genau, also der erste Viertligist im Halbfinale eines DFB-Pokals, in der ersten Runde gegen Jahn Regensburg gewonnen, unter anderem dann auf dem Weg dahin die Bundesligisten Düsseldorf, Karlsruhe und noch eine dritte Mannschaft geschlagen, sorry. Ja, Köln war's. Fuck, Köln war's, genau. Der sagt nicht. Und jetzt sind sie in einer sehr, sehr schwierigen Situation, denn seit gut 3 Monaten haben sie keinen professionellen Fußball mehr gespielt. Das Spiel gegen Köln, das Spiel gegen Düsseldorf war tatsächlich eins ihrer letzten Spiele. Leverkusen seit Corona wieder voll im Soll. Und Saarbrücken, wie gesagt, komplett ohne Spielpraxis. Und jeder Profifußballer weiß, wenn du so lange nicht mehr ernst gespielt hast, wie willst du dann reinkommen? Dementsprechend ist das doch schon mal ein Fingerzeig, dass Leverkusen das doch eigentlich sehr hoch gewinnen müsste. Zudem gibt es keine Fans. Kommen gleich noch zu einem Punkt, der für Saarbrücken sprechen könnte. Aber Radek, pflichtest du mir einmal dazu bei, dass Saarbrücken ohne Spielpraxis 0 Chancen hat? Ich würde auch sogar mit Spielpraxis so weit gehen, dass Saarbrücken 0 Chancen hat. Es geht hier immerhin gegen Leverkusen und das ist halt eine der Top-Mannschaften in Deutschland. Und bei den anderen Spielen war es halt sehr viel Mentalität, sehr viel Glück und sehr viel Kampfgeist. Und ehrlich gesagt, die haben ihr Glück überstrapaziert und gegen Leverkusen wird es eine richtig derbe Niederlage hageln. Ich würde 6-0 tippen. Vielleicht auch 6-1, wenn sie durch Glück ein Tor schießen. Aber ich glaube, Leverkusen wird mit denen kurzen Prozess machen. Und was ich aber unabhängig davon, ob es jetzt wirklich 6-1 ausgeht oder 3-1, finde ich eine hammerkrass hohe Quote hier auf Tore. Hier über 3,75 oder lass uns sogar über 3,5 gehen. Dann kriegst du eine 1,7er Quote und dass hier in diesem Spiel 4 Tore fallen können, halte ich durchaus für sehr realistisch. Und dafür ist die Leverkusener Offensive auch ohne Kai Havertz stark genug. Hat man gegen Bayern gesehen, haben sie getroffen. Die treffen immer, haben eine der besten Offensiven und gegen einen Viertligisten, gegen eine Viertliga-Abwehr ohne Spielpraxis. Ja, also alles andere als ein hoher Sieg für Leverkusen wäre eine super Leistung von Saarbrücken. Dementsprechend auch eine Überraschung und dementsprechend setzen wir nicht auf Überraschungen, sondern so, wie es normalerweise laufen müsste und von daher ist diese Quote durchaus super. Ja, also ich denke auch, zum einen, wir haben uns ja am letzten Wochenende in der Fußball-Bundesliga ein bisschen vertan. Du weißt, Radek, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, dementsprechend geht es jetzt hier wieder von Null los. Du magst den Satz gar nicht, ich liebe ihn. Ich habe mir auch einige interessante Quoten und Wetten hier rausgesucht. Also zum Beispiel Leverkusen gewinnt beide Halbzeiten, gibt eine 1,9er Quote. Asian Handicap minus 2 auf Leverkusen gibt eine 1,9er Quote. Nehmen wir auch mit. Diese Tore finde ich Wahnsinn. Aber es stimmt halt nicht. Bitte? Leverkusen minus 2 gibt keine 1,9er Quote. 1,68. Okay, also, bei Intertops heute, aber du kriegst das Geld da nicht zurück. Das ist minus 2,5 in dem Sinne. Ja. Da kannst du auch unentschieden tippen. Aber egal. Wie gesagt, wir reden hier auch von einem Viertligisten, der jetzt so lange keinen professionellen, ergebnisorientierten Fußball mehr gespielt hat. Das wäre jetzt was anderes, wenn Leverkusen beispielsweise gegen Liverpool spielen würde, die vielleicht auch jetzt 3 Monate nicht mehr gespielt haben. Dann könnte man sagen, dass es dass Liverpool aufgrund der Klasse schon da mithalten kann, aber ein Viertligist ohne 3 Monate Spielpraxis, ganz, ganz schwierig. Mhm. Jetzt kommt aber noch ein Punkt, Radek. Auch Saarbrücken musste die Bestimmungen, die DFB-Bestimmungen einhalten, sprich in Quarantäne gehen. Und die Jungs, die sind jetzt schon wochenlang in Quarantäne. Keiner darf von denen auf Corona positiv getestet werden. Das ist wieder eine spannende Geschichte, dass die eigentlich nichts anderes haben jetzt machen können, außer zu trainieren und sich auf dieses Spiel einzuschwören. Trotzdem, Spielpraxis kann man nicht trainieren, bleibt der Leverkusen-Tipp da. Ich finde es trotzdem eine spannende Geschichte, wenn du als Amateurkicker oder Viertligist-Kicker
dann wegen so einem Ereignis so lange eingesperrt bist und dann, anstatt dass es das Highlight deines Lebens wird, musst du ohne Zuschauer gegen so eine Übermannschaft spielen. Ja, ist wirklich schade. Aber so ist dieses Jahr 2020 halt bisher. Mhm. Aber lass Saarbrücken doch auch wirklich mal nochmal ein gutes Spiel abliefern, dann finde ich nämlich diese Asian Handicap Nummer auf Leverkusen gar nicht mal so attraktiv, aber diese Übertorwette über 3,5 bei einer 1,73er-Quote, das finde ich eine gute Wette in dem Fall, also weil Saarbrücken ja vielleicht auch wirklich ein Tor schießt und dann ja, haben wir da auf jeden Fall hoffentlich 4 Tore oder mehr und dann sollen sie doch auch vielleicht sogar gewinnen, ist mir auch egal, aber hauptsache es fallen viele Tore. Bei Bayern gegen Frankfurt, da fällt auf den ersten Blick natürlich gleich mal auf, dass Frankfurt hier wieder eine Mörder-Außenseiterquote hat von 23. Aber was spricht hier für die Eintracht, dass sie hier gegen Bayern zumindest das Spiel eng gestalten können? Denn die haben in der letzten Zeit in der Bundesliga wieder ein bisschen aufsteigende Form bewiesen und dann kam natürlich unser Tipp auf Frankfurt gegen Mainz und was machen sie? Sie verlieren 2-0 in diesem Derby gegen Mainz, sang- und klanglos fast schon. Also das war natürlich keine Empfehlung für dieses Spiel gegen Bayern jetzt. Auf der anderen Seite muss man hier vielleicht nicht sehen, wie die Bayern zuletzt gespielt haben, denn da haben sie ja wirklich eigentlich top gespielt, sondern gegen wen die Bayern in dann 3 Tage danach spielt. Und das ist Gladbach. Und für die Bayern geht es ja punktetechnisch schon noch darum, endlich hier den Sack zuzumachen in der Meisterschaft. Und das können sie natürlich gegen Gladbach dann machen in diesem Heimspiel. Und sie wollen, glaube ich, eher die Meisterschaft vielleicht zu Hause feiern. Wenn sie gegen Gladbach zu Hause gewinnen, wäre das natürlich was. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass sie im DFB-Pokal natürlich auch weiterkommen wollen. Ob sie es auch dann werden, ja, wahrscheinlich. Das sind die Bayern. Der FC Langeweile. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt im DFB-Pokal vielleicht jetzt das nicht so klar dominieren, weil Frankfurt ja auch irgendwie an diesem Spiel noch so mega viel dranhängt, weil die Saison in der Bundesliga ja jetzt nicht so glorreich war, dass sie hier wirklich, wie man die Frankfurter Spieler auch kennt, um jeden Grashalm fighten. Und dann wäre es vielleicht interessant, bei der hohen Frankfurter Quote auf ein Asian Handicap plus irgendwas zu schielen. Mhm. Das schauen wir uns jetzt mal an. Also ich glaube nicht, dass Bayern dieses Spiel jetzt irgendwie relaxed angehen wird wegen der Bundesliga. Ich glaube, dass in der Bundesliga spielen sie sogar nur noch darum, um über 100 Tore, nicht über 100 Tore, über ihre Tormarke da zu erreichen. Doch, es waren sogar über 100 Tore. Da sind sie auf einem guten Weg. Hier, sie haben vor kurzem Frankfurt 5-2 besiegt. Und das könnte auch sein, dass jetzt mit den Siegen in Leverkusen und auch in den weiteren Siegen davor vielleicht Frankfurt ein bisschen unterschätzt wird und die haben eine andere Seite in internationalen Spielen und auch in den DFB-Pokal-K.O.-Spielen. Deshalb finde ich Asian Handicap auf Frankfurt plus ganz interessant. Bayern wird weiterkommen, aber wie hoch, das ist die Frage und welches Handicap auf Frankfurt können wir denn einloggen? Mhm. Bin jetzt gerade schon zu den Toren weitergesprungen. Das ist hingegen weniger interessant, dass es hier über 4 Tore gibt, dann brauchst du eigentlich 5 Tore, um diese Wette zu gewinnen. Bei 4 Toren kriegst du das Geld zurück. Also das ist schon sehr, sehr hoch angesetzt. Da würde man fast eher dazu tendieren, dass hier vielleicht Frankfurt sich dann eher mit einer guten Defensivleistung teuer verkauft und hier nicht ins offene Messer laufen will. Aber im Grunde gefällt mir diese plus 2,5 auf Frankfurt gut. Wenn Bayern mit 3 Toren Vorsprung gewinnt, ist sie verloren. Wenn Bayern nur mit 2 Toren Vorsprung verliert, es unentschieden ausgeht oder sogar Frankfurt gewinnt, wäre diese Wette mit 1,92 gewonnen. Finde ich eine absolut vertretbare Wette, dass wir jetzt hier im DFB-Pokal hier 2 Spiele und 2 Wetten haben. Einmal nämlich auf Tore hier bei Saarbrücken gegen Leverkusen mehr als 3,5 Tore bei einer Quote von 1,73 um den Dreh. Und dass Frankfurt Asian Handicap plus 2,5 in München besteht, also nicht mit 3 Toren Unterschied verliert. Alle anderen Ergebnisse würden zu unserem Sieg führen. Und damit haben wir auch die beiden Halbfinale hinter uns gebracht. Ich bin gespannt, spricht ja sehr, sehr viel für Leverkusen gegen Bayern München im Finale. Wäre insofern das Entscheidungsspiel, denn in der Saison hat einmal Bayern gewonnen, einmal Leverkusen. Und wer das bessere
Wortwitz ist, erfahren wir vielleicht im BFB-Pokalfinale. Ja, und mich interessiert, ob ihr das komplett anders seht, ob ihr vielleicht noch irgendwelche verrückteren Wetten gefunden habt, als wir jetzt, also im Sinne von überhaupt verrückt, weil das sind ja eigentlich so ziemlich konservative Wetten, würde ich mal sagen. Andererseits, ja, kann man natürlich auch sagen, die Bayern gewinnen das hoch, aber da finde ich immer, ist wenig Value drin. Mich interessiert auch, gibt es hier noch jemanden, der sagt, Saarbrücken hat auch im Halbfinale einen Stich, Achtelfinale, Viertelfinale haben wir beide uns widersprochen, zweimal. Da hat Saarbrücken es geschafft, aber jetzt, wer sieht da noch Chancen, dass Saarbrücken mit dem Wunder weitermacht? Ja, und vor allem Funny Fact oder überhaupt eine witzige Tatsache, dass Saarbrücken eine niedrigere Quote hat als Viertligist gegen einen Champions League-Kandidaten als ein Bundesligist gegen Bayern. Also das ist natürlich ja, schon auch was. Also hat Saarbrücken fast noch bessere Chancen aufs Finale als Frankfurt zumindest. Und genau, Heim- und Auswärtsvorteil gibt es ja in den Geisterspielen offensichtlich nicht. Im Gegenteil. Der Heimnachteil heißt es ja mittlerweile. Also gut, ja, dann bis zum nächsten Mal Bundesliga am Donnerstag. Servus.